Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 3 Minuten Dienstag. In dieser Folge reden wir über das Thema Selbstbewusstsein stärken. Yes! Aber erstmal Intro. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 3 Minuten Dienstag. Heute reden wir über Selbstbewusstsein stärken. Yes! Ich zeige dir, wie mir das gelungen ist und ich zeige dir, wie auch du in 4 Schritten dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Und dafür steigen wir jetzt in meine super geile Karre, fahren ins Studio und ich zeige dir die 4 Tricks. Let's go! $250.000 gelaufen, Baby. Die Karre geht ab. Oh, Handbremse auch losmachen. Und anschnallen auch. Oh. So, jetzt geht's los. Zurück ins Studio. It's the one and only deal about you. No. So viele hupende Autos. Da sind wir schon. Ab ins Studio und dann gibt es die 4 Tipps. So, willkommen zurück im Studio. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den 4 Tipps in 3 Minuten. Timer, let's go! Nummer 1, sei dankbar. Also ich musste mal 14 Tage auf einem Brett pennen, weil ich mir den Rücken gebrochen habe. Während dieser 14 Tage kamen schon immer die Leute zu mir und haben gesagt, ja, oh Robby, wir wissen nicht und laufen und so. Ich habe mir gedacht, was meinen die? Ich habe rausgefunden, wenn man sich die Wirbelsäule bricht, dann ist das mit dem also wisst ihr selber, war eine blöde Aktion. Whatever. Wenn du 14 Tage lang auf einem Brett pennst und danach immer die Leute kommen und sagen, wir wissen nicht, ob du noch laufen kannst und wir müssen mit dir auf jeden Fall wieder laufen lernen. Da habe ich gedacht, was meinen die mit laufen lernen? Ja, und da kam schon nach, ich glaube, 14, 15 Tagen kam so ein Typ, so ein Physio, und der wollte mit mir laufen lernen. Und ich habe gesagt, Buddy, come on, lass mich mal. Ja, und dann haben die mir so ein Ironman-Kostüm habe ich gehabt, so ein Tschuk, habe ich versucht zu stehen und ich bin echt ein Optimist, aber ich konnte nicht laufen. Dann war ich ein bisschen deprimiert, weil das am ersten Tag nicht funktioniert hat. Dann habe ich mich wieder und so. Blöde Story, aber seitdem bin ich dankbar dafür, dass ich laufen kann. Das klingt komisch für viele, aber ich bin es wirklich. Und jetzt ist die Frage, wofür bist du dankbar? Wenn du Dankbarkeit entwickeln kannst, steigert sich dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein automatisch. Die Chance, dass du überhaupt geboren wirst, ist 1 zu 400 Billionen, brauche ich dir gar nicht erzählen. Der Unterschied, dass du schon fließend Wasser aus einem Wasserkran hast, zu anderen Menschen, ist schon sehr hoch. Sei dankbar dafür. Dass du warm duschen kannst, ist auch cool. Dass du ein Dach über dem Kopf hast, ist auch cool. Es gibt sogar Dankbarkeitstagebücher, die man schreiben soll. Das schafft einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein bewusstseinsstarkes Gefühl, dass alles gut ist, so wie es ist. Aber dafür musst du dankbar sein. Und wenn dir auf den ersten Blick, mir ist auch nichts eingefallen, ich habe gedacht, dankbar, wofür soll ich dankbar sein? Meine Schuhe, meine Haare? Keine Ahnung. Schreib es auf. Schreib dir 50 Dinge auf, für die du dankbar bist. Bei den ersten 10 fällt es dir einfach, bei 20 wird es schon schwierig und bei 50 musst du echt überlegen. Und während du überlegst, fällt dir auf, wow, ich kann echt dankbar sein. Und wenn du dankbar bist, dann geht die Rakete ab, wie die Selbstbewusstseinsrakete. Also, das war Tipp Nummer 1, sei dankbar. Nummer 2, gib der Welt etwas zurück. Was soll ich denn zurückgeben? Egal, was du der Welt zurückgibst, hilf deiner Nachbarin, den Rasen zu mähen, trag einer alten Omi die Einkaufstüten zum Auto, gib einem Obdachlosen 5er, geh mit deinem Hund raus. Tu der Welt was Gutes. Wir alle sind ziemlich wahrscheinlich nicht alleine auf die Welt gekommen. Da waren immer ein paar Leute dabei. Und wenn wir am Ende des Tages auch wieder von dieser Welt gehen, dann gibt es Leute, die sich um uns kümmern. Auch um unseren Körper und um den Rest, der von uns noch so übrig ist. Haus und was oder und alles, was noch so überbleibt. Ihr wisst, was ich meine. Dass du der Welt was zurückgibst, das schafft auch ein riesenstarkes Selbstbewusstsein. Nicht nur, dass du nur nimmst und sagst, ja, aber die anderen haben doch auch. Das hat damit gar nichts zu tun. Gib der Welt etwas zurück. Wenn du dir die Frage stellst, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
ist das eine ziemlich geile Frage, die ein Selbstbewusstsein schafft. Was haben andere davon, dass es dich gibt? Gute Frage. Tipp Nummer 2, gib der Welt was zurück. Tipp Nummer 3 ist, mach Komplimente. Je mehr Komplimente du machst, je mehr feuern deine Spiegelneuronen. Als Beispiel kann ich dir mal zeigen, du siehst aber gut aus heute. Leck mich, Chat. Geiles Shirt. Die Frisur steht dir gut. Fresh. Hast du ausgeschlafen heute oder was ist los mit dir? Siehst richtig gut aus. Steht dir. Das meine ich mit Komplimente. Am Anfang muss man das trainieren. Ich meine das ernst. Du guckst dir andere Menschen an. Du musst diese Menschen richtig angucken. Jeder von den Menschen um dich herum, die meisten, haben sich Gedanken darum gemacht, was sie gerade tragen, was sie für Sachen anziehen, welche Uhr sie tragen, welche Ringe, welche Schuhe, welche Hose und so weiter. Und wenn du aufmerksam beobachtest, dann hat sich vielleicht dein bester Freund sich gerade eine neue Uhr gekauft oder neue Schuhe, deine beste Freundin hat sich gerade ein neues Shirt gekauft oder neue Schuhe ist wahrscheinlicher. Und wenn du dann sagst, hey Mensch, coole Schuhe, aber das muss ernst sein, das muss also wirklich, du, nicht, dass du neidisch bist, sondern ich meine, du siehst die Schuhe und denkst, coole Schuhe. Automatisch freut sie sich. Freut sie sich, freust du dich. Automatisch merkst du, Mensch, du bist in Connection mit anderen. Du hast eine, du hast eine, einen Einfluss auf die Welt und auf die Leute drum, um dich drum. Du hast einen Einfluss auf die Menschen und auf dein Umfeld. Ein positives, ja, auch ein negatives. Kannst du sagen, blöde Schuhe. Sondern was Positives. Du machst Komplimente. Und egal wem, ob das der Kassiererin an der Kasse ist oder deinem besten Freund oder deiner Freundin oder mir. Du kannst mir ein Kompliment machen. Schreib mir was in die Kommentare. Schreib mir, ob dir irgendwas gefallen hat oder nicht. Freue ich mich drüber. Ja, ich antworte auch. Ganz einfach, mach Komplimente, dann bekommst du spiegelneuronentechnisch positives Feedback zurück. Und beiden geht's gut. Dir geht's gut, mir geht's gut. Wir sind die Komplimente-Buddies, verstehst du? Partner in Crime. Also gib der Welt was zurück und mach Komplimente. Jetzt aber schnell zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist Körpersprache. Ich weiß nicht, wer von euch Ronaldo kennt, diesen Fußballspielertypen. Und wer den mal beobachtet hat, bevor der einen Freistoß schießt, der Ronaldo, der alte Delfin, stellt er sich hin, macht dann immer den hier und dann läuft er los und dann ballert er das Ding da rein. Das macht er nicht zum Spaß. Seine Mentalcoaches und die alle, die haben das mit ihm 168 Billionen Mal trainiert. Wenn du dich anders positionierst, deinem Körper Bescheid sagst, Alter, ich bin hier der Boss und zwar haben wir beide jetzt mal ein bisschen Selbstbewusstsein, wir wollen das nämlich stärken, dann stellst du dich so hin. Und automatisch schickst du dadurch, also nachweislich, 2 Minuten machst du das Ganze und 25% steigert sich dein Testosteronhaushalt innerhalb von 2 Minuten. Positiv, Kopf nach oben, Schultern zurück, Brust raus. Ist kein Witz. Das heißt also, dein Körper, deine Körperhaltung hat Einfluss auf deinen Hormonhaushalt und was dein Körper hier, der merkt ja, wie es dir geht. Wenn ich so, pass auf, wir können das ganz einfach, ganz kurz machen. Lass die Schultern hängen nach vorne, Kopf so, Rücken ein bisschen zusammengeklappt und dann stehst du so und sagst du mal, Alter, was bin ich für ein geiler Typ? Oder wenn du eine Perle bist, sagst du, Mann, bin ich ein heißes Girl. Ja? So, das Gleiche machst du jetzt nochmal, indem du dich gerade hinstellst, richtig gerade, richtig groß. Schultern zurück, Brust raus. Ich hoffe, du sitzt nicht gerade in der Bahn, wo du das Video siehst. Das sieht komisch aus. So zurück, zack, und dann sagst du, bah, ich bin ein geiler Typ. Das ist doch was ganz anderes. Das fühlt sich doch anders an. Dein ganzer Körper, der weiß doch Bescheid. So, du meinst das ernst. Also Tipp Nummer 4, Körpersprache. Du musst darauf achten, wie du stehst. Steh fest, Schultern zurück, Brust raus. Und das steigert dein Selbstbewusstsein dadurch, dass sich in deinem Körper Hormone befinden, die gerade ausgeschüttet werden, 2 Minuten lang mindestens. Und dann weiß dein Körper Bescheid, Alter, der Typ meint das ernst, der braucht ein bisschen Selbstbewusstsein. Da bin ich. You know, das waren meine 4 Tipps. Yes, schön, dass du da warst, schön, dass du dran geblieben bist. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, like es und abonniere den Kanal, Baby. Da. Habe ich sonst noch was zu... Jo, warte mal, hier steht noch was. Auf meinem Zettel steht noch, für alle die, die noch dran geblieben sind, Tipp Nummer 5. Habe ich gar nichts davon erzählt, ne? 3 Minuten sind ja auch schon vorbei. Puh. Tipp, wollt ihr Tipp Nummer 5 hören? Okay, cool. Dann erzähle ich ihn. Stell dich nach vorne. Was? Auch für mich ist das unangenehm. Wenn ihr den Anfang von dem Video gesehen habt, da stehe ich ja draußen auf einem Parkplatz und mit den Autos und so, da gehen auch Leute vorbei. Und da steht so ein
behämmerter Vogel mit einer Kamera in der Hand, der sein Selbstbewusstsein stärken will, da irgendwas von Videos erzählt und so, und hat da eine Kamera in der Hand und steht da vor einem Auto rum. Das fühlt sich komisch an. Ja, auch für mich. Aber da stehe ich drüber. Selbstbewusstseinsstärkenmäßig. Das musst du auch tun. Du musst für deine Ideen und das, was du in deinem Kopf hast, dich ein bisschen nach vorne stellen. Das ist nicht immer bequem. Also unter der Decke ist bequem. Da legt man sich ins Bett, nimmt die Decke rauf und denkt, heute ist so ein schöner Tag. Aber da passiert nichts. Da gibst du der Welt nichts zurück. Da brauchst du auch nichts machen. Da veränderst du nichts. Da kannst du auch keine Komplimente machen unter der Decke, nur an dich selber. Das war's. Stell dich nach vorne, stehe für deine Idee oder deine Sachen ein und halte ruhig auch mal ein bisschen Gegendruck aus. Du musst ja nicht gleich eine Rebellion anzünden, wobei ich wäre dabei, ruf mich an. Aber stell dich für deine Idee nach vorne. Geh mal so ein bisschen. So, und dann sagst du mal, hey, ich finde aber, das ist eine gute Sache. Ich meine natürlich, sag nichts Böses oder übertreibe auch nicht. So, sondern einfach steh für deine Sache ein und mach einen Unterschied. Stell dich nach vorne. Tipp Nummer 5. Jetzt bedanke ich mich ehrlich bei euch fürs Dranbleiben. Schön, dass ihr noch da seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Mache ich auch die nächsten Videos weiterhin. Es wäre nett, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was euch gefallen hat oder wenn ihr noch auf andere Sachen der Persönlichkeitsentwicklung Bock habt. Erzähle ich euch ganz viel, denn ich war auf diesen ganzen Seminaren und habe diese ganzen Coachings und Mentorings hinter mir. Und da gebe ich viel von an die Welt zurück, an euch zurück. Das ist mein Tipp Nummer 2, wie ihr euch remembert. Liked es, abonniert es. Jeden Dienstag gibt es Persönlichkeitsentwicklung. Jeden Freitag ist Fahrschule und zwischendurch haue ich mal ein paar Vlogs raus. Passt auf euch auf, bleibt so, wie ihr seid, hätte ich fast gesagt. Nein. Entwickelt euch, Baby. Passt auf euch auf. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.